Ich habe den Kaffee schon auf. Und der Zwischenziegler hier reicht. Mann. Und er hat den Kaffee schon auf. So, und an der Stelle lassen wir das auch. Hi Leute, uns ist vielleicht was Blödes passiert gerade. Ich hab's getan. Falsch abgebogen, schon hat man Stress. Ja. In Antalya hier in einem Mini-Dorf in der Stadt oder keine Ahnung. Manchmal sind wir doof und manchmal sind die Navis doof. Ja, oft sind aber die Navis unlogisch. Ja, ja. Sehr unlogisch. Jetzt zum Beispiel gerade. Wir hätten nämlich auch eine große Tangente fahren können. Aber gut, ja. Sightseeing. Also von unserem Stellplatz heute Nacht, ich bitte euch, einfach auf der D400, die geht durch Antalya, ist eine Autobahn. Ja, nein, ich soll quer durch die Stadt fahren. Warum? Ja, ich weiß nicht, eine halbe Stunde kreuzen wir jetzt schon durch Antalya. Oh Mann, du musst echt immer mitgucken. Was ist das? Alarmanlage. Naja, na gut, wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ich hab den Kaffee schon auf. Unser Zwischenziegler hier erreicht. Mann. Und er hat den Kaffee schon auf. Er wollte schon abbrechen. Aber wir haben ja ein ganz wichtiges Ziel jetzt. Ja, bei sagen uns. Wir euch gleich. Also ja. Dranbleiben. Willkommen zur neuen Woche. Wir beginnen unsere Woche an einem Klassiker bei uns. Auf Reisen immer IKEA. Außer in Schweden waren wir bis jetzt in jedem Reiseland einmal bei IKEA. So sieht's aus. Nur ausgerechnet in Schweden nicht. Muss sein, wir brauchen Kerzen. Jetzt gucken wir. Hier sind immer in den Einkaufszentren solche, wie nennt man sowas? Metalldetektoren oder so? Sicherheitschecks eigentlich. Genau. Da laufen wir jedes Mal durch und es piept wie Sau wegen Kamera, Handy und Schlüssel und was auch immer. Und niemand interessiert's. Die winken uns immer einfach weiter. Als erstes mal Mittag die hiesigen IKEA-Leckereien probieren. Am Rande sei erwähnt, für die Daheimgebliebenen, hier ist alles teurer als in Deutschland beim IKEA. Fast alles, ja. Obwohl die ein geringeres Einkommen und eine höhere Inflation haben. Ja, Walewski läuft in die Sackgasse und ich laufe blind hinterher. So, sollen wir unsere Ausbeute hier mal kurz präsentieren, was wir kaufen werden. Kannst du hier mal drauflegen. Der Grund, warum wir mal kommen, sind die Kerzen. Und die schwarzen Servietten. Genau. Das sind Impulskäufe. Impulskäufe, die wahrscheinlich nie benutzt werden. Doch, ein Rückenwaschding. Und eine Schrubbelbürste. Fürs Trockentrennklo. Um das besser ausfegen zu können quasi, ne? Genau. Also wirklich trocken zu benutzen. Servietten, Kerzen, war das Ziel. 2 Impulskäufe. Geht, ne? Sind wir zufrieden. Jetzt brauchen wir noch Marabu und dann ist gut. Ja. Hier gibt es übrigens auch Weihnachtsbäume und Weihnachtsdeko und Weihnachtssachen, weil Weihnachten hier immer präsenter wird. Aber nicht im Sinne des christlichen Festes. Natürlich, die Christen hier feiern es richtig. Aber ganz viele türkische Familien machen das inzwischen zu Neujahr. Ein Neujahrsbaum und dann gibt es auch Geschenke. Inspiriert wahrscheinlich aus vielen amerikanischen Weihnachtsfilmen. Möchtest du einen Schoko-Nikolaus? Nein. Weil bald ist ja Nikolaus. Möchte ich nicht, danke, aber es ist echt interessant, ne? Ja. Milchcreme, ist alles auf Deutsch hier. Milchcreme, Zapfen. Das ist auch ein Riegelein. Ja, von Riegel. Hans Riegel Bonn. Möchtest du dir schon Weihnachtskekse oder sowas mitnehmen für die Weihnachtszeit? Ja. Nächste Woche ist der erste Advent. Und auch schon was für einen bunten Teller, ne? Die Centers hier, die Einkaufscenters. Centers? Zentren. Die Malls. Die Malls. Sind immer so schön beduftet. Ja, extremst beduftet. Ja, extrem nicht, aber schön. Ja. Immer sehr, sehr toll. Ja, also extrem war auch im positiven Sinne gemeint. Oh, guck mal. Ja. Fantastisch.
So, hier standen wir jetzt gerade in der Nähe von Antalya am Meer. Aber es ist so windig und die Gischt hat uns jetzt schon die Scheibe komplett zugehauen. Ja, guck doch mal raus. Ja, und Sandsturm und so weiter und so fort. Deswegen pfeifen wir jetzt mal auf den Blick auf die tosende See und wollen uns da irgendwo hinter den Bäumen was Windgeschütztes suchen. Wir nehmen euch mal mit. Mal nur gucken, wo wir langfahren hier. Allrad ist on fleek. Ja. Jawohl. Ist an. Wegen besser ist es. Doch da links erstmal rum. Aber hier ist es schon viel angenehmer. Wesentlich. Also wir können jetzt zum Beispiel hier rechts auf dieses schöne Waldplateau. Nee, das ist mir noch zu stürmisch. Ich würde noch mal nach links fahren und noch ein bisschen weiter raus. Dass wir auch was gewinnen an zumindest weniger Sand um die Ohren gehauen kriegen. Das ist ja hier schon gegeben. Ja, vorne war das. Das ist hier schon. Du kannst hier so reinfahren. Guck mal hier. Soll ich dich einweisen gehen wegen dem Baum oben? Oder kannst du es erkennen? Ich habe da nur Höhenkontrolle. Hast du? Du meinst unsere Dachreling. Die sagt schon Bescheid, wenn was zu hoch wird. Ja, mit einem netten Geräusch. Oh, hier ist es viel ruhiger. Angenehmer. Ja, man kann immer noch das Meer sehen. Ja, natürlich. Ja, da hier finde ich es richtig gut. Hallo, was ist denn los mit euch? Ja, und das andere Problem, was wir nämlich gerade hatten, war da im Wind, wir konnten nicht lüften. Weil es ist hier zwar windig und sieht total stürmisch aus, ist es ja auch, aber es sind 25 Grad. Und wenn man dann kein Fenster aufmachen kann wegen Wind. Ja, durch die Sonne wird es ja mal so warm. Ja, richtig. Okay, dann gehe ich jetzt nivellieren. Gehen Sie mal nivellieren, Frau Jansen. Komplett gerade. Ich habe mittlerweile so ein gutes Popometer. Ein Arschgefühl. Dass ich genau weiß, passt oder passt nicht. Ja. Jetzt wurden wir gerade bei Fredo von einem Hirten angesprochen, der mit seinen Ziegen vorbeikam und der hat uns auf dem Spaziergang begleitet und mich so abgelenkt, dass ich die Kamera vergessen habe. Ja, erst haben wir 5, 6, 7 Minuten auf Englisch gesprochen. Ja. Und Russisch. Er fragte mich, ob ich Russisch kann. Und dann erzählt er auf einmal, dass er Deutsch spricht. Ich spreche besser Deutsch als Englisch. Und wir so, ja, wir auch. Und das hat er auf der Hotelfachschule in Antalya gelernt. Genau. Und jetzt geht er mit seinen Ziegen hier spazieren. Richtig. Und wir jetzt hier am Turtle Beach. Super lieb. Willkommen an Turtle Beach. Genau. Wir gehen mal zum Abendspaziergang los. Kommt mit! Ihr glaubt wahrscheinlich, ihr habt den ganzen Tag nichts von uns gehört. Das stimmt aber nicht. Ihr habt ganz viel von uns gehört. Das seht ihr aber erst später. Wir haben nämlich heute eine Roomtour gedreht für Fredo, ne? Und Haushaltstag. Oder von Fredo und Haushaltstag, haben alles geputzt. Genau. Nur von außen. Das tut mir immer noch in der Seele weh. Sieht ja aus wie ein Schweinchen. Ja, aber vielleicht finden wir morgen eine Waschanlage. Kümmern wir uns morgen also rum. Eine Waschdingsbums. Unser netter türkischer Freund mit den Ziegen hat gesagt, 7 Kilometer rechte Seite. Ja. Super Waschanlage. Genau, jetzt machen wir aber einen schönen Spaziergang. Guckt euch mal bitte den Sonnenstand an. Und irgendwo da vorne ist eine Ruine, die Herr Walewski untersuchen will. Ah, ja, dieses Bauwerk, als wir gestern angekommen sind. Da. Ja, gucken wir mal. Da laufen wir jetzt mal hin. Okay. Jetzt beruhigt sich das Meer so langsam. Ja. Der Wind ist auch wieder weniger. Das Mittelmeer ist nicht mehr so aufgewühlt. Genau. Wie bei dem Novembersturm der letzten Tage. Das war aber ja auch heftig. Richtig heftig. Wie ich vermutet habe. Sag nochmal, ich glaube, das war nicht zu verstehen. Lulu, raus. Wie ich vermutet habe, war das hier wohl so ein Pumpenhaus, so ein Klärwerk. Ja. Hier oben ist eine Laufkatze. Da hat man dann große, schwere Stoffe rausgeholt mit dem Kran und da drunten schwamm die ganze Gülle, fall da nicht rein. Nee, Uko hält mich fest, aber da darf uns auch kein Hund reinfallen. Da bin ich aber auch sehr froh, dass da kein Hund drin rumschwimmt. Das ist ja und richtig blöd hier, ne? Wurde dann einfach ab ins Meer. Deswegen sind auch diese Betonplatten da noch und ja. Da ging dann das alles ins mittlere Meer. Ja, aber das sollten die mal absperren hier, dass hier keine Ziegen oder Hunde oder so als reinstürzen. Ob,
Das ja, sollten sie. Natürlich machen sie das nicht. Nein. Aber es wäre ganz gut. Wäre gut. Aber von außen schön bemalt. Ja. So schön hier, ne? Super. Ja. Und Knie oder Rücken? Eier, alles? Geht noch, aber man ist keine 20 mehr. Die Rasselbande sagt sich auch, Alter, folgt schon unsere Hut hier. Ja, wir kennen uns aus, wir kennen den Weg. Wir fragen noch mal kurz nach. Wir sind hier schon was länger. Wir bringen euch mal zu Fredo. Das ist echt ein tolles Gelände hier, Leute. Ja, es ist echt toll. Direkt am Meer, so in den Dünen. Ja. Man könnte fast meinen, man ist an der Ostsee. Ne? Ja. In so einem Kiefernwäldchen. Und hier sind, wenn es dann wärmer ist, also warm genug, für die Einheimischen, sind hier ganz viele Camper immer am Wochenende. Ja. Hat uns der Hirte erzählt. Also auch türkische Camper, ne? Ja. Ganz viele von diesen kleinen Wohnwagen, Karawanen, Campern. Kein Scheiß. Das ist hier mittlerweile fast wie zu Hause. Es gibt nicht mehr viele Bereiche und Strände, wo man ohne Eintritt zu bezahlen hinkommt. Und dann fahren die hierher. Ja. Wir haben den super Strand. Und genau. Dieses wunderbare, ja, was ist das, Kiefernwäldchen, können hier frei stehen. Ja. Geheimtipp. Ja. So geheim auch nicht mehr, nee. Aber noch eine Möglichkeit. Aber wir haben es ja Bombe hier. Ja. Guckt euch das an, unser Plätzchen hier. Ein Träumchen. Jetzt hat die Bande Hunger hier. Ja, merkt man. Ne? Ja, ja. Abendrunde heißt immer, es gibt gleich Essen. Lina ist es jetzt nicht ganz geheuer, weil es fiel ein Schuss. Ja. Irgendwo Jäger unterwegs. Ne? Ja. Das mag unser Linchen gar nicht. Hi Leute. Uns ist vielleicht was Blödes passiert gerade. Ich habe am Montag zuletzt die Daten gesichert von der GoPro. Heute ist, was ist denn heute überhaupt? Donnerstag? Heute ist Donnerstag, das heißt Dienstag, Mittwoch und heute sind nicht gesichert. Und auf der Fahrt hierher, ich zeige euch gleich, wo wir sind, kriegte ich auf einmal während des Films die Fehlermeldung in der GoPro, SD-Kartenfehler. Dann habe ich versucht, die SD-Karte am Rechner auszulesen, aber ihr wisst, wie das ist, wenn man Daten nicht sichert, dann sind sie natürlich weg. Ne? Sodass wir da quasi, Gott sei Dank, habe ich die Roomtour noch gesichert. Also es gibt demnächst ein Roomtour-Video von Fredo und Turtle Beach hatte ich gesichert, aber alles danach nicht. Deswegen erzähle ich euch einfach kurz, was passiert ist. Es ist nämlich gar nicht so viel, weil wir gestern ein bisschen festigen. Aber von vorne. Wir sind am Turtle Beach losgefahren, sind dann durch diese ganzen Hotelburgen gefahren, die hier so zwischen Antalya und Alanya sind und hatten euch ein bisschen dazu erzählt, wie uns das erschreckt, also wie viele Bauten da einfach sind und was das für eine Touriststrecke ist, aber das könnt ihr euch auch überall angucken und vielleicht wart ihr auch schon mal da. Und danach waren wir auf einem Berg, wir sind durch Bananenplantage gefahren, oben auf einem Berg, wo auch wieder eine Ausgrabungsstätte war, da haben wir eine Nachtwanderung gemacht, da hatte ich Gott sei Dank die GoPro vergessen, davon habe ich Handyaufnahmen, das zeige ich euch gleich. Also wir sind auf diesen Berg hochgefahren, standen da, das war auch ziemlich ruhig zuerst. Das übliche, eine Ziegenherde und ein paar Mopedfahrer, die vorbeikamen, sehr freundliche Leute. Und als wir schlafen wollten, bevor wir schlafen gegangen sind, haben wir eben diese Nachtwanderung gemacht. Und was machen wir jetzt? Uns einen Hund vom Hals halten. Und davon abgesehen, machen wir eine Nachtwanderung. Zum Antikenti, den Berg hoch, vielleicht, wenn wir ankommen. Man kann ja auch mal im Dunkeln Antikentis machen. Ja, genau. Oder nee? Die Kamera weiß gar nicht, wohin sie scharf stellen soll. Ich habe wieder mal nur das Handy mit.
Na, auf mich. So, komm. Da kann man es lesen. Sedra Antikenti. Es ist natürlich kein ernst gemeinter Besuch von uns hier. Es ist einfach der Abendspaziergang den Berg hoch, der hier hinführt. Und entsprechend gucken wir mal ein bisschen. Lolo. Jetzt gibt es hier gleich Klapperei. Großspurig werden. Oh, das ist gar nicht so klein, oder? Nee. So, und an der Stelle lassen wir das auch. Nein, das ist. Es kostet, glaube ich, eigentlich Eintritt. Hört mal auf, Lolo, hör mal auf damit, bitte. Und du auch da, Bitchy Bitch. Es ist videoüberwacht und was sollen wir da im Dunkeln, ne? Wir sehen ja überhaupt nichts. Aber war ein cooler Spaziergang hier hoch, wirklich, muss ich sagen. So, Lulu hat jetzt Leinenknast. Sie hat gerade mitgekriegt, dass die große Respekt vor ihr hat und fing an, sie durch die Gegend zu hetzen und zu treiben. Das machen wir nicht. So was machen wir nicht. Die ist so lieb. Und dann so frech halten, Lulu Maus. Ach, wir würden so gerne hier stehen und träumen. Ne, Schatz? Aber irgendjemand, ich hab die Taschenlampe aus, belästigt uns. Schlimm verliebt. Halt mal fest, ich muss das mal kurz anleuchten. Das macht sich auch noch niedlich. Ja, das ist echt, sie will einfach nur spielen. Aber wir kommen halt keinen Meter weiter. Hat die auch so hübsche Augen? Ja, die hat auch so hübsche Augen. So hübsch? Ja, hier, und unsere Frauenhasserin ist schon Best Friend. Die ist echt zu lieb. Die ist lieb. So, nun komm. Aber wir müssen irgendwie hier vom Berg runter, ohne zu stolpern. Geht das? Du kannst ja mitkommen. Komm doch einfach mit. Aber immer schön daneben, nicht davor. Ja, und als wir dann wieder in Friedhof waren, da hatten wir leider ein paar Kuschelcamper gekriegt, die sich sehr dicht neben uns gestellt haben. Das war ein bisschen ärgerlich. Zumal die auch offensichtlich keine Toilette an Bord haben. Dann wird es auch drumherum immer schnell ein bisschen eklig. Und vor allem steigen die dann sehr viel ein und aus, um in die Büsche zu gehen, und machen jedes Mal diese Van-Tür auf und zu. Das ist unheimlich laut. Also das hat uns genervt. Deswegen sind wir da nur eine Nacht geblieben und sind dann am nächsten Tag gefahren. Und Rico war beim Friseur. Rico ist gerade beim Friseur. Bin mal sehr gespannt, ob er mehr Glück hat als ich in Schweden. Naja, und als er beim Friseur war und die Tage davor, hat Ellie schon immer so ein bisschen gehustet. Sie ist ja herzkrank, und als er beim Friseur war, wurde sie so kurzatmig, dass ich gesagt habe, als Rico zurückkam, jetzt fahren wir erstmal zum Tierarzt. Denn da, wo wir waren in dem Ort, gab es einen guten Tierarzt mit sehr guten Rezensionen. Hatte ich in der Zeit, wo Rico beim Friseur saß, geguckt. Sind wir da hingefahren und der hat sie ausführlich untersucht. Das war auch ganz gut so, denn sie hat tatsächlich Wasser in der Lunge. Und nach einer sehr guten Untersuchung, sehr ausführlichen Untersuchung, hat er uns die Medikamente, die sie kriegt, neu berechnet, ihr noch eine Injektion verpasst. Und jetzt haben wir ein anderes Tablettenschema. Und heute Nacht hat sie auch schon durchgeschlafen. Sie hat nicht mehr geräuchelt und nicht mehr gehustet. Das heißt, das geht bergauf. Also das war noch passiert. Und dann wollten wir zuerst nach dem Tierarzt an einen Strandplatz fahren. Wir mussten dann aber nochmal nach Alanya zurück, weil wir noch Futter für sie kaufen sollten. Wir sollten jetzt so ein Herbst-Spezialfutter für die nächste Zeit vor allem füttern, weil da irgendwie Taurin und noch was anderes drin ist. Das heißt, wir mussten nochmal 80 Kilometer fahren und sind dann an einem anderen Strandplatz gelandet, der auch nicht so prickelnd war, weil da abends sehr viele, ich sag mal, Liebespärchen in Autos vorbeikamen, und so war es da sehr unruhig. Und deshalb sind wir da heute Morgen auch wieder abgefahren, und dann sind wir heute diese Bergstraße weitergefahren, die uns auch den Tag vorher schon etwas genervt hat, weil wir am Gebirge entlang fahren mussten. Die Straße war super eng und uns sind immer so sehr eng LKWs entgegengekommen. Das ist eine tolle Panoramastraße, von der man gar nichts hat, weil man sie nicht genießen kann, weil man permanent denkt, man stirbt gleich, weil die da alle fahren wie die Besenken und es super eng ist und super kurvig und dann super steil runtergeht. Und jetzt, wo wir hier sind, das ist ein Schwemmlandgebiet. Dieses Schwemmlandgebiet hat nur eine feste Straße, die hier ganz hoch führt. Das waren, glaube ich, 4 Kilometer. Entsprechend wenig ist hier los. Also es ist wirklich schlecht zu befahren. Man braucht schon ein stabiles Auto, sage ich jetzt mal. Mit dem Pkw würde ich hier nicht dauernd herfahren. Und Fredo macht das ja mit links. Somit haben wir jetzt hier ziemlich unsere Ruhe, beziehungsweise komplett unsere Ruhe. Und ich zeige euch das gleich mal, wie schön das ist.
Es soll die nächsten Tage nicht regnen, deswegen befürchten wir hier im Schwemmland nichts Schlimmes. Und denken mal, dass wir hier mindestens 2 Nächte, wenn nicht vielleicht sogar länger, stehen bleiben. Das liegt so ein bisschen am Strom und was wir machen und wie wir hier schlafen. Aber ich denke, das lässt sich gut an hier. Naja, ich zeig's euch jetzt mal. Aber erst trinke ich meinen Kaffee zu Ende. Und Herr Walewski sitzt im Fredo. Und hat diesen Ausblick. Ja, und da ganz hinten ist Taschaku. Und das sind diese Berge, an denen wir entlang fahren mussten. Auf der, ich glaube, D400 ist das immer noch. Eine hammeranstrengende Strecke. Aber jetzt können wir uns hier ja erholen. Falls ihr wissen wollt, was wir noch so machen, wir bleiben jetzt erstmal hier. Ich löse Kreuzworträtsel, bevor ich euch gleich das Video zu Ende fertig mache. Und Rico hat gerade beschlossen, schwimmen zu gehen. Weil es ist jetzt gerade richtig, richtig warm geworden. Es sind bestimmt 25 Grad, wenn nicht mehr. Ja, und so verbringen wir hier gerade die Zeit. Tja, und jetzt habe ich gerade die ganze Zeit überlegt, was ich für einen Grund haben könnte, nicht ins Wasser zu gehen, weil ihr wisst, oder ich weiß nicht, ob ich es hier schon erwähnt habe bei Instagram, wissen schon alle, auf der letzten Reise habe ich meine Höhenangst bekämpft und auf dieser Reise habe ich mir eigentlich die Aufgabe gesetzt, in freien Gewässern zu schwimmen, bevor ich eine Heidenangst habe. Aber das mache ich jetzt einfach. Ich gehe jetzt zu Rico und gehe ins Wasser. Punkt. Und das war Badespaß mit dem Freedom People, also mit uns. Ich hab's getan. Sie hat sich getraut. Ich bin mega glücklich. Und stolz. Und stolz. Freiwasserschwimmen. Genau. Das war eine Challenge. Muss ich öfter machen. Hier konnte ich gut stehen und ziemlich gut sehen. Also das war eine Hilfe. Glasklares Wasser, nur Sand unten. Richtig. Und an dieser Stelle, mit diesem kleinen Mutausbruch, sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch. Bis dann. Tschüss.